14. Spieltag bei den Herren vom TC Blau-Weiß. Die nächsten Gegner, die Männer vom Harvesterhuder THC, standen am vergangenen Sonntag auf dem Hockeyfeld in Berlin-Grunewald. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, wollten unbedingt noch mal punkten diese Woche. Gestern auch schon vorgenommen, gestern hat es nicht geklappt, heute haben wir uns noch mehr vorgenommen. Sind mega heiß ins Spiel gegangen und haben einen ganz guten Start erwischt, aber nicht konstant genug gespielt heute, glaube ich. Die Saison verlief ohnehin schon nicht so richtig gut für die Hockeyherren aus Berlin. Auch mussten sie dieses Mal die nächste, wenn auch knappe Niederlage vor rund 150 Zuschauern einstecken. Mit den Jungs muss man immer rechnen, die sind immer saustark. Bei denen haben heute natürlich die beiden Besten gefehlt, denke ich mal. Oder zwei sehr gute, sagen wir es mal so, mit Tobi Hauke und Tobi Lietz. Und da haben wir natürlich gehofft, dass wir mehr rausholen können. Nach der 10. Minute gingen die Herren des HTHC nach einer Ecke mit 1:0 direkt in Führung, doch knapp 2 Minuten später der Ausgleich für den TC Blau-Weiß durch Paul Dösch. Es schien das Spiel für die Blau-Weißen zu werden, denn die Hamburger leisteten sich nach dem Unentschieden viele technische Fehler und mussten deshalb noch vor der Pause das 2:1 hinnehmen, Blau-Weiß also in Führung. Gut reingekommen, nicht konstant genug gehalten, ein bisschen unglücklich die Gegentore bekommen. Die Gäste kamen in abgeklärter von der Halbzeitpause zurück. Die Berliner waren mehrmals im Torbereich. Der Hamburger haben aber oft falsche Entscheidungen getroffen. Der Ausgleich kam dann in der 40. Minute durch Hamish Imri und in der 48. Minute dann gleich das 3:2 für die Gäste. Der HTHC vergab danach einige Chancen zum 4:2, die Strafe dafür der 3:3 Ausgleich für die Berliner durch Tobias Posselt. Ganz am Ende kämpfen wir uns noch mal rein, machen noch mal den Ausgleich. Ich glaube, 2 Minuten vor Schluss machen wir den Ausgleich zum 3:3. Der Jubel hielt allerdings nicht lange an. In der 59. Minute, wie bitter, kurz vor Schluss, dann das entscheidende 4:3. Jetzt geht es ja erstmal rein, dass wir uns ein bisschen Selbstbewusstsein holen, dass wir wieder ein bisschen mehr den Flow reinbekommen, dass es gut läuft. Und dann wollen wir in der Rückrunde natürlich Vollgas geben, dass wir noch mal rankommen. Wir sind jetzt auf dem vorletzten Platz, wollen unbedingt die Klasse halten und da noch mal uns reinkämpfen. Aus den Fehlern lernen heißt es jetzt. Denn das war das letzte Spiel in der Hinrunde. Im nächsten Jahr geht es dann hoffentlich gestärkter in die Rückrunde.